habt euch zur subtraktiven und additiven Farbmischung nochmal ein Video gewünscht und das verstehe ich, weil das ist tatsächlich ein ziemlich schweres Thema, aber naja, in sich logisch wie alles in der Physik. Wir fangen mit der additiven Farbmischung an. Die additive Farbmischung sagt uns die Farben, die entstehen, wenn mehrere unterschiedliche Farben in unser Auge treffen oder halt von einem Punkt ausgehen. Prinzipiell haben wir nur die drei Grundfarben, und zwar blau, symbolisiert hier durch eine blaue Lampe, grün durch die grüne, also immer in Kreisen, und rot durch die rote. Und wir tun jetzt so, als würden sich diese Lampen überschneiden, also wir haben einen Punkt, auf dem wir eben leicht versetzt leuchten, und so entstehen auch die Mischfarben. Und wir sehen jetzt halt zum Beispiel das Rot, wenn nur rotes Licht in unser Auge trifft. Wenn jetzt aber Rot und Blau in unser Auge trifft, würden wir die Mischfarbe sehen, hier wo sich die beiden Scheinwerfer überschneiden, und das wäre die Farbe Magenta, also so ein Pink-Lila. Also Magenta. Die nächste Farbe, die wir kennen, ist das Cyan, oder ihr würdet wahrscheinlich sagen Türkis. Das entsteht, wenn wir Grün und Blau mischen. Bitte, wir verwenden trotzdem den Fachbegriff, nämlich Cyan. Und was jetzt überraschen mag, ist das Gelb. Gelb entsteht eben, wenn Grün und Rot als Licht auf unsere Netzhaut treffen, also in dieser Schnittfläche. Genau, und wir nehmen auch hier den englischen Begriff, dass es einheitlich ist, also Yellow. So. Weiß haben wir natürlich in der Mitte, weil wenn alle Farben übereinander treffen, sendet uns unser Auge Weiß. Das war die additive Farbmischung, die ist für die meisten noch sehr logisch. Und jetzt kommen wir zur subtraktiven Farbmischung. Bei der subtraktiven Farbmischung ist es so, dass wir beispielsweise von Druckerfarben oder von Farbmalkästen, aber auch von jeglichen Stoffen, also auch von Baumwolle und so weiter sprechen. Die subtraktive Farbmischung basiert darauf, dass wir eben einen Gegenstand haben, der bestimmte Wellenlängen absorbieren kann und andere aber eben nicht, sondern die streut er. Das heißt, die kommen auf ihm auf und er streut sie wieder weg. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Gelb. Wenn wir uns Gelb anschauen, dann muss ja bei einem gelben Stoff die Farbe Rot und Grün in unser Auge treffen. Das heißt, hier kommt Rot raus und es kommt auch Grün raus zu uns. Es ist aber Gelb, weil das Blau, das von der Sonne kommt, das wird absorbiert. Von der Sonne kommt weißes Licht, also es kommen stets alle Farben da rein. Mit Cyan ist es ganz ähnlich. Sehen wir Cyan, trifft blaues und grünes Licht auf unsere Netzhaut. Das bedeutet, wenn vorher weißes Licht reingegangen ist, wurde Rot absorbiert, also aufgenommen und nicht wieder emittiert. Und bei Magenta, das besteht aus Blau und Rot, also wird Grün absorbiert und kommt nicht mehr raus. So. Und nun ist es so, wenn wir verschiedene Farben übereinander drucken, dann emittieren die ja nicht von selbst mehr, wie es bei Lampen ist. Weil bei Lampen, wenn wir mehrere übereinander legen, kommt ja das ganze Licht, also verschiedene Lichtwellenlängen, bei uns an. Sondern bei Farben ist es so, jede Farbe kann eine Wellenlänge aufnehmen und bestimmte nicht, die sie wieder streut. Und wenn wir aber mehrere Farben übereinander drucken, werden eben alle Farben rausgefiltert, die auch von den anderen Farben nicht aufgenommen werden können. Was bedeutet das? Wenn wir uns jetzt Gelb und Magenta anschauen, dann ist es ja so, dass das Gelb das Blau absorbiert. Das heißt, Blau wird nicht mehr gestreut. Und bei Magenta wird das Grün absorbiert. Das heißt, wenn beide Farben übereinander gehen, wir malen das hier unten hin. So, wenn beide Farben jetzt übereinander gehen, ist es so, dass kein blaues Licht rauskommt wegen dem Gelb und auch kein grünes Licht rauskommt wegen dem Magenta. Das Einzige, was nicht aufgenommen werden kann, ist Rot. Das heißt, Rot geht wieder raus, also erhalten wir dann die Farbe Rot. Es ist auch am Diagramm logisch, weil am Diagramm sehen wir ja, dass sowohl Magenta als auch Gelb entstehen, wenn ein roter Farbanteil in unserem Auge ankommt. Also können diese zwei Farben
nicht Rot absorbieren, also muss Rot übrig bleiben. Und jetzt habt ihr auch den Grund dafür, warum vor allem Drucker immer nur Magenta, Yellow und Cyan als Patron haben und niemals Blau und Grün. Und das zeigen wir wieder an einem Beispiel. Würden wir diesmal zum Beispiel Rot über die Farbe Blau drucken, dann wäre es so, dass Blau ja zwei Sachen absorbieren kann, nämlich offensichtlich das Grün und das Rot, weil ja nur Blau emittiert wird und Blau eine der Grundfarben ist. Also das heißt, vom Blau aus gesehen sind schon mal Grün und Rot weg. Und jetzt haben wir das Problem. Vom Rot aus gesehen bleibt nämlich ja nur Rot übrig. Das heißt, Blau und Grün werden weggenommen. So, das bedeutet, Grün wird doppelt weggenommen. Das ist uns aber völlig wurscht, weil insgesamt kommt eben noch hinzu, dass das Rot das Blau aufnimmt. Rausgelassen wird nichts. Ich mache das jetzt mal hier. Das heißt, schwarze Streifen. Also das heißt, diese Farbe würde jetzt schwarz ergeben, einfach weil irgendeine der beiden Farben immer eine der Wellenlängen aufnehmen kann. Also wird insgesamt keine einzige wieder rausgelassen. Und hier spricht man eben von subtraktiver Farbmischung, die ihr vom Farbmalkasten gewohnt seid. Also, nicht durcheinander kommen, es sind wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe. Immer überlegen, die Additive habe ich, wenn es um die Wellenlängen geht, die auf mein Auge treffen, also Licht, das auf mein Auge trifft. Und bei der Subtraktiven muss ich mir einfach immer anschauen, welcher Stoff absorbiert welche Farben. Und nur die Farben, die von keinem einzigen der Stoffe, die an einer Stelle sind, aufgenommen wird, nur die werden wieder emittiert, also gestreut. Tschüss!